Hallo ihr Lieben, mein Name ist Frank Sackenheim, das ist der Astrofotokasten. Das war mal eine andere Einleitung als gewohnt. Ich wollte euch mal das One-Push-Feature des neuen m 3 vorstellen, um den es heute geht. Bevor ich loslege, möchte ich hier einmal sagen, dass dies selbstverständlich eine Werbesendung ist. Also rein rechtlich muss ich das kennzeichnen als Werbesendung, deswegen die Einblendung unten. Es ist so, dass mir der Engine 3 von der Firma Astroshop zur Verfügung gestellt wurde für einen längeren Zeitraum zum Testen und das habe ich natürlich sehr gerne angenommen, aber die Firma Astroshop hat keinen Einfluss darauf, was ich hier sage, sie bezahlt mir auch kein Geld dafür und ich muss den Engine auch anschließend zurückgeben oder eben kaufen dann eben auch zum ganz normalen Kaufspreis, ja. Wo ich natürlich etwas mache und wo ich ein Interesse daran habe, das ist unter dem Video gibt es einen Link zum Astro Shop. Wenn ihr über diesen Link diesen Mchin oder andere Geräte kauft beim Astro Shop, dann bekomme ich dafür eine kleine Provision. Also selbstverständlich habe ich irgendwo ein Interesse daran, der Astro Shop auch, dass ihr über diese Links Produkte kauft. Ich sage das so wie es ist. Und ihr unterstützt damit meine Arbeit und ich bedanke mich, wenn ihr diese Arbeit unterstützt. Nichtsdestotrotz versuche ich möglichst neutral und ich glaube, das wird mir auch gelingen, eine Produktbesprechung zum neuen Engine 3 zu machen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Was ist der Engine 3 überhaupt für alle Leute, die überhaupt nicht wissen, was das ist? Das ist ein sogenannter Standalone Autoguider. Ein Autoguider ist in der Lage, einen Stern im Blickfeld zu behalten und somit kann man lange Belichtungszeiten von sagen wir mal ein paar Minuten bis hin zu sogar 20 Minuten oder noch länger mit einem einzelnen Schuss erreichen. So, gleichzeitig kann der M-Gen aber eure DSLR-Kamera auslösen und zwischen den Aufnahmen kann der M-Gen Was das ist, darüber habe ich ein Video gemacht, könnt ihr euch angucken, falls ihr nicht wisst, was das ist. Also, insbesondere interessant ist der M-Gen für DSLR-Benutzer und für Leute, die vielleicht mobil unterwegs sind, aber auch in der Sternwarte kann er ganz gute Dienste leisten. Ja, Mgen 3 heißt, es gab schon eine Vorgängerversion, der Mgen 2 war sehr sehr beliebt, viele von euch werden wahrscheinlich den Mgen 2 schon besessen haben, äh, davor gab es natürlich den Mgen 1 oder einfach nur Mgen und äh, ja, wie gesagt, der Mgen 2 war schon eine tolle Sache, aber die Kamera, die da benutzt wurde, die wurde nicht weiter produziert. Und so sah sich die Firma Lazarta gezwungen, ein neues Design zu schaffen für einen neuen Engine, das ist eben der Engine 3 und der kommt mit einer ganzen Menge neuen Features daher und die möchte ich euch heute selbstverständlich vorstellen. Ja, wie gesagt, es gibt eine neue Kamera. Ich zeige sie ihr euch mal. Das ist wirklich ein winzig kleines Ding. Ich kann auch mal das Kästchen hier oder die Pappschachtel auspacken und kann die Kamera rausholen, kann sie euch zeigen, damit ihr mal einen Größenvergleich habt. Ja, die Kamera ist also wirklich winzig. Ich habe keine Zigarettenschachtel hier im Haus, aber ähm, sie ist wirklich, sie würde in eine Zigarettenschachtel hineinpassen und äh, kann sie mir vielleicht auch ins Auge klemmen. Also es ist wirklich ein ganz leichtes und kleines Teil und das ist natürlich wunderbar für zum Beispiel äh, Sucherfernrohre und so weiter und so fort. Und dann kommt hier so ein Adapter, der ist zweigeteilt. Das eine ist, glaube ich, ein äh, T2-Gewinde hier, damit kann man also den m direkt zum Beispiel an ein Lightrohr dran montieren. Das geht auch in der kurzen Variante. Also man kann hier diesen T2-Adapter gleich ins Gewinde der Kamera reinschrauben, wenn es denn funktionieren würde. Zehn Minuten später. So sähe das Ganze dann aus. Oder man benutzt eben hier dieses Zwischenstück. Das ist, glaube ich, so eine ganz normale Viertel äh, Zoll Steckhülse. Äh, die kann man hier drauf schrauben. Und dann kann man das Ganze auch einfach einstecken in den Okularauszug oder man benutzt eben beides zusammen. Dann hat man noch ein bisschen mehr Backfokus. So sieht das Ganze dann eben aus. Und am eigentlichen M-Jain, also wenn ihr das Vorgängermodell schon kennt, so rein äußerlich hat sich nicht viel getan. Es ist nach wie vor dieses Kästchen mit der Handschlaufe, äh, den vier Richtungs-Button und einem Escape- und Set-Button. Also diejenigen, die den M Gen 2 oder 1 schon hatten, werden das wiedererkennen. Ja, neben dem Neudesign der Kamera gibt es aber auch intern natürlich einige neue Features, insbesondere wurde das Menü überarbeitet, das ist meines Erachtens jetzt wesentlich übersichtlicher. Die Menüführung im m die war ja immer, ich sag mal, so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber eigentlich hat man das schnell raus, wie das funktioniert und auch hier ist es wieder so diejenigen, die vom MG2 auf den Gen 3 wechseln, werden sich da sehr sehr schnell zurechtfinden, aber auch Leute, die den MG noch gar nicht kennen, also ich kenne den auch noch nicht so lange, ich habe den letztes Jahr zum ersten Mal benutzt. Da kommt man relativ schnell hat man verstanden, wie das funktioniert. Zu erwähnen ist auch, es gibt jetzt ein Farbdisplay. Es ist also nicht mehr diese, ich nenne das immer 90er Jahre, Game Boy-Haptik, die man bei den alten M-Gens hatte. Man hat jetzt ein wirkliches Farbdisplay und man bekommt ein echtes Bild äh, über die Kamera auch angezeigt. Also nicht so ein Pixelbild, wo man raten musste, ob das jetzt gerade ein Stern ist oder ein HotPixel oder einfach nur Rauschen, äh, auf das man da gerade nachführt. Also man bekommt jetzt wirklich ein Bild. Und das ist allerdings schwarz-weiß. Also das Display ist ein Farbdisplay, aber das Bild ist nach wie vor schwarz-weiß. Es ist ein schwarz-weiß-Chip in der Kamera verbaut. Ja, und so kann man zum Beispiel auch den Engine bei Tageslicht schon montieren am Guiding-Rohr oder am Off-Axis-Guider und kann so sehr bequem zum Beispiel grob schon mal den Fokus einstellen. Das empfinde ich als wirklich sehr hilfreich. Habe ich auch schon so genutzt. An Kabeln wird mitgeliefert dieses sogenannte ST4-Kabel. Das hat diese großen, ich nenne die immer Telefonanschlussbuchsen äh, oder Stecker besser gesagt. Äh, da kommt eine in den Engine rein, das andere kommt in den ST4-Port der Kamera. Dann die Stromversorgung, das hat sich auch geändert und das finde ich auch sehr schön, dass sich das geändert hat, denn da gab es immer so ein bisschen Probleme. Das läuft jetzt über ein normales USB-Kabel, also hier dieser USB, dieser breite USB-2-Stecker, auf diesen kleinen USB-Stecker, der kommt in den Engine rein. Und es, also es gibt nicht so einen Adapter hier, das ist von dem alten Smartphone, einfach der Netzstecker. Und überall da, wo man ein USB, eine USB-Verbindung hat, kann man dieses Ding reinstecken, hat dann seine 5-Volt Betriebsspannung. Also das hat sich auch maßgeblich geändert. Es ist nicht mehr 12-Volt, sondern eben jetzt 5-Volt. Ja, und da kommt eben noch ein USB-Kabel, äh, gleiches Format USB-2 auf USB Mini und das braucht man eben, um die Kamera zu verbinden mit dem m -Gin. Das sind die drei Kabel, die mitgeliefert werden. Ihr bräuchtet zusätzlich noch ein Auslösekabel für eure Kamera. Das müsst ihr zusätzlich bestellen. Das ist nicht dabei. Das macht auch Sinn, dass es nicht dabei ist, denn es gibt ja für unterschiedliche Kameras unterschiedliche Kabel. Ich habe zwei davon, einmal für meine EOS R und einmal für meine EOS 6D. Die hatte ich aber schon vom m 2 übrig. Und die konnte ich hier benutzen. Die werden dann über diese kleinen Klinke-Ports hier unten eingesteckt und die dienen dann zum Auslösen der Kameras. Ja, neben diesen Features, die der Engine bietet, also den rein technischen äußerlichen Features, gibt es eben auch noch so ein paar Software-Geschichten, die neu sind. Und insbesondere diese sogenannte One-Push-Geschichte ist sehr interessant. Und das ist das, was ihr ganz am Anfang vom Vorspann des Videos gesehen habt. Also ist, man ist in der Lage mit dem M-Gen, oder wenn man ihn anschaltet, erscheint dieser sogenannte One-Push-Bildschirm. Und dann muss man tatsächlich nur einen Knopf drücken, dann startet automatisch die Kalibrierung. Und nach, sagen wir mal, 30 Sekunden führt der M-Gen automatisch nach. Und das ist natürlich eine ganz herrliche Geschichte, wenn man irgendwie aufbaut. Man muss die Montierung nur einnorden, muss fokussieren selbstverständlich und dann kann man relativ schnell mit der Astrofotografie beginnen, wenn man alles verbunden hat, dann schaltet man den Engine ein, drückt diesen einen Knopf und nach 30 Sekunden läuft das Guiding und man kann anfangen zu fotografieren. Das ist wirklich eine Innovation, die ich auch so in der Form glaube ich zumindest nirgends gesehen habe bisher und da kann ich euch sagen, das macht auf jeden Fall riesigen Spaß. Eine andere Geschichte, die erwähnt wird, ist das sogenannte Multi Star Guiding. Das habe ich zwar schon mal in Maxim DL gesehen vor einigen Jahren, das gibt es auch in Maxim DL, äh, habe das aber nie ausprobiert und ob das wirklich gut funktioniert, weiß ich nicht, zumindest in Maxim DL. Aber der M-Gen äh, guidet nicht mehr nur über einen Stern, sondern er sucht sich möglichst viele Sterne im Blickfeld der Kamera aus. Und alle diese Sterne werden benutzt, um das Guiding zu erzielen. Und da sagt der Hersteller, das hat große Vorteile. Dadurch wird das Guiding stabiler, insbesondere gegen Seeing-Einflüsse. Und das soll dann dazu führen, dass man eben, äh, ja, den Seeing-Einfluss minimieren kann und nicht nur rundere, sondern auch kleinere Sterne bekommen soll. Darauf gehe ich später nochmal eins. Aber eine, ein neues, wichtiges Feature, das, äh, damit unterscheidet sich der Engine 3 sehr stark von allen anderen Autoguidern und auch von seinem Vorgänger, dem M-Gen 2. Ja, und last but not least gibt es dann noch eine sogenannte künstliche Intelligenz. Das ist ja so ein modernes, hippes Modewort. Aber es ist tatsächlich so, dass der M-Gen 3 seine Guiding-Parameter selbstständig korrigieren kann, nicht nur korrigieren kann, sondern äh, auch äh, verbessern kann und somit ohne unser Zutun das Guiding äh, sich verbessert. Das funktioniert ähm, äh, laut Hersteller nur in Rektaszension. Ich glaube es <laughs> gesehen zu haben, dass meine Guiding-Graphen in beiden Achsen besser wurden, aber auch da gehe ich später nochmal gezielt drauf ein. Ja, das sind so die wichtigsten Neuerungen und ich will im Detail nochmal ein paar Sachen äh, erzählen hier. Also, wie gesagt, die Kamera ist neu, äh, hat ein sehr schickes Design, ist sehr klein, sehr leicht, aber interessant ist ja, was ist da drin? Es ist ein Chip verbaut, der sehr empfindlich ist, es ist ein Schwarz-Weiß-CMOS-Chip äh, selbstverständlich. Die Kamera wird angeblich über das Gehäuse selber ein wenig gekühlt, also es wird Wärme über, das, äh, über die Gehäuserückseite Abgeführt, das soll dann natürlich das Dunkelstromrauschen verringern. Inwieweit dieser Effekt irgendwie sichtbar ist oder stark ist, kann ich aber nicht beurteilen. Aber damit wird zumindest geworben. So, die Kamera von der Empfindlichkeit her, der Chip, der da drin ist, ich blende das hier mal ein, dann könnt ihr euch eventuell die Datenblätter mal selber anschauen. Ich habe mal im Internet nach Vergleichen gesucht und da haben Leute oder hat jemand diesen Chip mit dem Chip in der ASI 120 mm verglichen. Und da sieht man, dass die Empfindlichkeitskurve sehr, sehr, sehr ähnlich ist, aber bei diesem Chip eben etwas... Empfindlicher ist. Also dieser Chip ist leicht empfindlicher als der Chip in der Asi 120 Mm, wenn ich diese Graphen richtig interpretiert habe. Aus der Praxis heraus kann ich sagen, es ist wirklich ein sehr empfindlicher Chip. Und das braucht man ja auch beim Guiden. Also ich habe sowohl über einen 180 mm Guide Rohr mit mitgeguidet, als auch über den Off-Axis Guider. Selbstverständlich habe ich im off axis Guider wenige Sterne gehabt, aber ich habe auch in einem nicht sehr dicht besiedelten, also von Sternen besiedelten Gebiet. Ausreichend Guiding Sterne gefunden. Ja, vielleicht da nochmal zur Erwähnung: Man kann damit auch mit, man kann sehr kurze Belichtungszeiten einstellen, also zwischen einer Millisekunde und ich glaube, Maximum war vier Sekunden an Belichtungszeit. Und mit einer Millisekunde kann man sogar am Tag dann Aufnahmen machen beziehungsweise Kann damit den Sucher scharf stellen. Das hat sich wirklich als ziemlich nützig, nützlich herausgestellt und ist wirklich ein Plus gegenüber. Anderen Autoguidern oder dem Vorgänger, dem M-Gen 2. Ja, was das Display angeht, habe ich ja schon gesagt, es ist jetzt ein Farbdisplay. Äh, die ganze Display-Geschichte oder die, überhaupt die ganze Anzeige ist wirklich sehr viel angenehmer als beim M-Gen 2. Hat, wie gesagt, nicht mehr diese 80er-Jahre-Gameboy-Optik, äh, dieses einfache 0 und 1, äh, 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 Grafik, sondern ist wirklich irgendwie ein, ein schickes Display. Und man kann selbstverständlich verschiedene Farben einstellen. Also es gibt ein Tageslichtmenü mit äh, bunten Farben, mit hellen. Hintergrün, weiß, hellgrau etc. oder blau. Aber man kann selbstverständlich auch zwischen zwei Nachtmodi wählen. Es gibt einen roten und einen orangen Modus. Und man kann über ein entsprechendes Menü die Farben der einzelnen Button oder einzelner Menüpunkte auch customisieren, also selber anpassen. Und das ist wirklich auch eine ganz nützliche Geschichte, gefällt mir ausgesprochen gut. Was die Software und die Menüführung angeht, da hat sich einiges getan. Das ist meines Erachtens deutlich übersichtlicher geworden. Man findet sich sehr schnell zurecht. Ich war auch ein bisschen erstaunt, als ich die Bedienungsanleitung gelesen habe. Die war relativ kurz und da habe ich mich darüber gefreut, weil wer will lange Bedienungsanleitungen lesen? Und, aber alles, was man so braucht, ist da. Und das heißt, man ist relativ schnell durch die Bedienungsanleitung hat relativ schnell das Menü hier verstanden, wo was zu finden ist, wo man was einstellen kann und äh, ja, ist wie gesagt, meines Erachtens deutlich übersichtlicher und einfacher geworden, besser strukturiert. Was mir persönlich fehlt, ist, dass es zumindest bisher noch keine Presets gibt. Also mal angenommen, man hat verschiedene Ausrüstungen. Ich habe zum Beispiel so eine kleine Reisemontierung den iOptron äh, Sky Pro. Ich habe aber auch eine Sternwartenmontierung. Ich bin gerne mal auf Reisen, habe da arbeite da dort mit anderen Montierungen. Und da wäre es schön, wenn man Presets hätte, wenn man also einen M-Gen einschaltet, dass man äh, die Guiding-Brennweite nicht neu eingeben muss äh, oder Guiding-Geschwindigkeiten neu eingeben muss, sondern dass man einfach zwischen verschiedenen Presets auswählen, sagt zum Beispiel, kann das benennen, Sternwarte drückt dann auf Sternwarte oder Reisemontierung drückt auf Reisemontierung, er hat dann gleich die richtigen Parameter. Aber, und da kommen wir zu einem sehr interessanten Punkt, das habe ich dem Tommy von Lazerta oder Teleskop Austria geschrieben und er hat mir geantwortet, dass tatsächlich die Firmware, also die Software in dem Engine, ja noch nicht seinen Zielpunkt sozusagen erreicht hat, sondern dass man da auch versucht, noch nach wie vor Features einzubauen und um diese Presets werden irgendwann kommen. Und das finde ich eine ganz interessante Sache, wo ich zuerst skeptisch war und habe gedacht, das ist aber komisch. Also man gibt ja eigentlich, man veröffentlicht kein neues Gerät, wo man nicht irgendwie über die Beta-Testphase, wie das so schön heißt, äh, hinausgekommen ist. Also man wirft nicht eine Software äh, auf den Markt, die nicht getestet ist. Aber getestet ist diese Software. Also das Gerät läuft äh, zumindest in den paar Tests, die ich jetzt durchgeführt habe, fehlerlos. Das ist also keine Beta-Testphase. Beta-Test-Stadium mehr, aber ähm, es scheint so, als würde die Firma Lazerta eben noch neue Features im Laufe der Zeit in den neuen m einbringen wollen und ist da offen für Rückmeldungen aus der Community. Das finde ich einen sehr interessanten Ansatz und ich habe äh, vier, fünf E-Mails bestimmt mit Tommy hin und her geschrieben und habe so gesagt, was mir gefällt, was mir nicht so gefällt, was ich mir wünschen würde. Und er ist auf jeden einzelnen Punkt eingegangen und hat das teilweise erklärt oder weitergegeben ähm, äh, an den Programmierer der Firmware eben. So, da möchte ich nochmal auf die wirklich interessanten Features eingehen. In der Intro habt ihr dieses One-Push-Ding schon gesehen. Wie ich vorhin schon sagte, das ist eine einzigartige Geschichte, kenne ich so von keinem Guider generell, dass man einfach das Ding anmacht und sofort loslegen kann, auf Deutsch gesagt, und das alles automatisch passiert. Also man drückt auf einen Knopf, dann startet die Kalibrierung. Wenn alles gut läuft, bekommt man eine gute Kalibrierung und das Guiding startet von ganz alleine. Und die Guiding-Parameter werden über diese künstliche Intelligenz dann eben noch angepasst intern und äh, verbessern sich gegebenenfalls auch noch. Das ist wirklich eine tolle Sache, aber das funktioniert nicht out of the box. Also wenn man das Ding auspackt und anschließt, muss man selbstverständlich zwei Parameter eingeben, die ganz wichtig sind. Das ist einmal die Brennweite des äh, Guiding-Fernrohrs oder des Teleskops, wenn ihr mit Off-Axis Guider arbeitet. Die braucht der Engine dringend um die Wege zu berechnen, die er machen muss, um den Stern zu verschieben äh, in der Software. Dann muss man natürlich auch noch die Guiding Geschwindigkeit eingeben. Die liegt in der Regel bei den meisten Montierungen entweder bei 0,5-facher Sterngeschwindigkeit oder bei einfacher Sterngeschwindigkeit. Die Parameter sollte man aber aufeinander äh, anpassen und dann kann es schon losgehen. Man sollte vielleicht auch noch ein Set von Dark Frames machen für die Kamera, damit man hier sicher sein kann, dass der MG nicht versehentlich auf Hotpixel-guided und auch das habe ich gemacht und das funktioniert auch ganz hervorragend. Also man wird dann gebeten irgendwie die Kamera abzudunkeln und ganz interessant, das habe ich beim ersten Mal nicht wirklich perfekt gemacht und dann kommt auch schon eine Fehlermeldung. Also der Mgen merkt auch selber, wenn die Darkframes, wenn es dann Lichteinfall gibt, dann sagt er schon Hallo, da stimmt irgendwas nicht mit den Darks. Guck doch mal, mach das doch nochmal neu. Das fand ich eine tolle Sache. Ansonsten hatte ich das nämlich einfach gar nicht gemerkt. Ja, Thema multistar Guiding. Das ist ähm, klingt ganz toll und ist auch, glaube ich, ein wirklich tolles. Ich habe da allerdings so ein paar Zweifel noch oder so ein paar Einschränkungen. Also die Idee ist die, dass eben nicht nur ein Stern zum Guiding genutzt wird, sondern mehrere Sterne. So, um den Unterschied zu sehen, müsste man jetzt hergehen und das kann man machen. Man kann also äh, die einzelnen Sterne auch an- und abwählen. Ich könnte jetzt also hingehen und beim Guiding mal verschiedene Sterne abwählen und den Emchin dann nur mit einem Stern guiden lassen und dann mal mit mehreren Sternen lassen, wie es die Ursprungs- oder die Default-Einstellung ist. Das habe ich bisher versäumt zu testen, deswegen habe ich da leider noch nicht wirklich ähm, was zu herausfinden können. Ich habe es deswegen aber auch versäumt zu testen, weil es in meinem speziellen Fall keinen Sinn machen. Darauf möchte ich kurz eingehen. Also, das Multistar Guiding soll Seeing-Einflüsse reduzieren. Dadurch sollen letztendlich die Sterne in den Aufnahmen auch kleiner werden. Das klingt ganz plausibel. Und ich habe jetzt aber nur eine Kamera, eine DSLR, eine 6D, die hat relativ große Pixel mit 6,4 Mikron, glaube ich. Und ich habe nur ein 520 Millimeter Brennweite. Apo, und da komme ich auf eine Pixelskala von 2,5 Bogensekunden pro Pixel, glaube ich. So. Angenommen, das Seeing liegt, man rechnet in Deutschland immer mit zwei Bogensekunden. Es ist aber vielerorts und auch bei mir in der Sternwarte oft auch deutlich besser. Deutlich besser heißt aber hier immer noch Werte um, sagen wir mal, 1,5 Bogensekunden oder so. Also wir kommen nicht in diesen sogenannten Sub-Seeing-Bereich oder sub äh, arc bereich wo der Wert unter 1 geht. So, viele moderne Kameras und Teleskopkombinationen äh, kommen aber von ihrer Auflösung genau dorthin. Also, wenn ihr zum Beispiel mit einer äh, CMOS Kamera arbeitet, die kleine Pixel hat, 3 Mikron, 4 Mikron oder sogar noch kleiner und ihr habt eine relativ große Brennweite, dann kommt ihr in diesen Bereich und dann wird die ganze Geschichte eventuell interessant. Das konnte ich aber nicht testen. Ich konnte nur meine Ausrüstung testen. Wie gesagt, mit 2,5 Bogensekunden pro Pixel liege ich da mit der Auflösung über dem Scene. Das heißt, alle positiv beworbenen Effekte, die der M-Gen so mit sich bringen soll, kann ich gar nicht sehen. Und deswegen habe ich auch verschiedene Tests gemacht und habe festgestellt, bei mir sieht alles gleich aus. Also ich habe den mgen mal gegen PHD 2 laufen lassen. In PHD2 gibt es jetzt nicht diese automatische Geschichte, dass äh, die Guiding-Parameter -Param da verbessert werden, aber es gibt das Zusatzmodul, man kann diese Guiding-Parameter berechnen lassen und äh, sich dann bessere Werte äh, angeben lassen und kann die auch übernehmen. Also ist ein bisschen so ähnlich. So, das habe ich gemacht und habe dann ein relativ gutes Guiding mit PHD2 hinbekommen. Und das Guiding kann man ja an diesen sogenannten RMS-Werten äh, gut beurteilen. Das ist dieser Root Median Square heißt das, glaube ich. Ähm, auf Deutsch müsste das die Standardabweichung sein, lagert mich nicht fest. Äh, an diesen Werten, wenn die relativ gering sind, kann man irgendwie das Guiding sehr gut beurteilen. Danach selbstverständlich kann man auch am Guiding-Graph sehr gut beurteilen, wie die Abweichungen sind. So, das habe ich gemacht und habe in der gleichen Nacht, also kurz hintereinander, dann den m angeschlossen mit Multistar-Guiding am gleichen Teleskop, am gleichen Off-Axis-Guider. Habe festgestellt, dass das Guiding von den RMS-Werten etwas besser läuft mit dem MGN 2, aber ich habe äh, in den Sternen nachher, und das habe ich auch gemessen, ich habe die FWAM-Werte im Schnitt meiner Aufnahmen gemittelt und habe geschaut und ich bekomme exakt die gleichen Werte. Also in meiner speziellen Aufnahmekonfiguration mit einer Auflösung, die über dem äh, durchschnittlichen Ziehen in Deutschland liegt, sehe ich durch diese, sei es künstliche Intelligenz, Multistar-Guiding oder so, absolut gar keinen Effekt. Aber es kann durchaus sein, das muss ich erst noch testen, dass mit einer Auflösung, die eben entweder genau im Bereich des Ziel liegt oder sogar darunter dieser Effekt viel deutlicher sichtbar wird. Es gibt dazu eine Grafik auf der Seite von Teleskop Austria. Da wurde das mal verglichen. das hat der Tommy selber gemacht. Und da sieht man das. Was mich so ein bisschen an der Grafik stört, ist, dass die Werteskalierung sehr groß ist. Dadurch äh, hat man den Eindruck, dass der Unterschied wirklich sehr, sehr groß ist. Ähm, wenn man sich die Zahlen anguckt, ist das de facto dann nicht so viel, wie die Grafik einem äh, zu verstehen gibt. Aber das heißt nichts. Ähm, ich glaube dem Tommy absolut, dass äh, dieses Multistar Guiding äh, das äh, Seeing tatsächlich oder den Seeing Einfluss reduziert. Es ist nur so, man sieht es nicht in allen Ausrüstungen. Das ist von meiner Seite aus wichtig zu erklären, wenn es darum geht, eine Kaufempfehlung für das Gerät auszusprechen. Ja, was gibt es noch für Features? Es gibt ein Polyostage Feature, das habe ich hier auf meinem Balkon ausprobiert. Das ist auch relativ schnell zu verstehen und macht auch einen ganz soliden Eindruck. Und ich habe auch gedacht, das funktioniert super Dann habe es aber einfach nicht hinbekommen. Das heißt aber nichts. Das kann irgendwie an meiner eigenen Blödheit gelegen haben. Es kann aber auch daran liegen, ich habe hier eine Stadtwohnung mit einem äh, kleinen, üseligen Balkon und ich weiß nicht, wie stabil der ist. Und ähm, ja, ich habe die Montierung vorab schon so gut gehabt und äh, und habe das jetzt irgendwie nicht so richtig gut hinbekommen. Das heißt aber nichts. Aber auch da habe ich eine Rückmeldung gegeben, habe gesagt, Tommy, du äh, so richtig warm geworden, bin ich damit nicht. Scheint bei mir nicht so richtig gut zu funktionieren. Da hat er mir geschrieben, dass diese Methode sehr genau wäre und äh, eigentlich aber auch ganz gut funktionieren würde und das muss ich eben noch mal testen, aber es soll in Zukunft eben auch hier ein Firmware Update geben und noch eine zweite Einfachere Methode, einfacher im Sinne von nicht so genau dafür, äh, also für <laughs> dumme Leute wie mich, einfacher verständlich geben, ähnlich wie das in PHD 2 auch ist. So, ich habe es wie gesagt in der Sternwarte mit einer sehr soliden Sternwartenmontierung getestet gegen PHD 2, habe ich vorhin erzählt, was dabei rausgekommen ist. Ich habe das Ding aber auch an meiner Reisemontierung an dem äh, SkyGuider Pro von IOPTRON äh, getestet. Und da, dieser Ioptron Skyguider, der kann nur in Rektaszension guiden. der kann nicht in Deklination guiden. Und äh, das kann man hier aber einstellen. Man kann hier die Deklination abwählen. Man kann ganz hervorragend irgendwie dann auch so einen Ioptron mit dem M-Gen guiden. So, was ist aber dann der Effekt? Also man bekommt selbstverständlich ähm, über eine gewisse Zeit, ich habe dann zwei Minuten belichtet mit einem 200mm Telerobjektiv, bekomme damit rundere Sterne als 200 mm auf der iOptron ohne Engine. Das ist ganz klar. Aber auch hier merkt man diese ganzen Multistar-Geschichten und das ähm, künstliche Intelligenz. Hast du nicht gesehen. Das sieht man da auch nicht, weil man mit einer DSLR und 200 mm ist man wahnsinnig im Undersampling. Da sieht man diese Effekte überhaupt gar nicht. Also, ähm, es ist aber sehr angenehm und ich finde das eine super Ergänzung zum Skyguider weil man irgendwie dann eine schöne kompakte Ausrüstung hat. Man baut den Skyguider auf, baut die Kamera drauf, schließt eine m Engine an äh, und löst die Kamera äh, aus über, über den Engine und hat irgendwie auch noch rundere Sterne nachher. Also perfekt für mich ein Traumzusammenstellung, äh, wenn es schnell gehen soll, wenn es mobil sein soll. Das macht wirklich Spaß. Ja, die Limitierung ist hier, dass ich in Deklination nicht guiden kann. Ich bin also von meiner Poliostage abhängig und nach zwei Minuten habe ich gesehen, haut mir der Stern in Deklination ab. Daher auch einen Verbesserungsvorschlag, dass man das anzeigen kann, damit man so ermitteln kann, ähm, ab wann die Deklination wirklich dazu führt, dass ich Eiersteine bekomme. So, was ist jetzt mein Fazit und wem kann ich dieses Gerät empfehlen? Der Engine 3 ist genau wie seine Vorgängermodelle in allererster Linie für Leute gedacht, die mit einer DSLR fotografieren, die Autoguiding betreiben wollen, die die DSLR auslösen wollen, die zwischen den Aufnahmen Dissering machen möchten und die vielleicht mobil unterwegs sind. Genau dafür ist das das ideale Gerät und äh, dafür habe ich es auch wirklich zu schätzen gelernt. Man geht sehr schnell an den Start mit seiner Aufnahme und das geht jetzt eben noch schneller durch diese One-Push-Geschichte und macht wahnsinnig viel Spaß. Auch für Leute in der Sternwarte ist natürlich interessant, auch wenn Sternwartenbesitzer in der Regel mit Computer arbeiten und mit Software arbeiten. Viele finden aber die. Arbeit mit dem Engine äh, befriedigen der, weil sie schneller zu einem guten Ergebnis kommen. Ob das nun wirklich stimmt, ist die eine Sache, aber das ist dann auch so ein bisschen Psychologie. Also viele sagen, mit dem Engine habe ich keine Probleme, mit einer Guiding Software schon. So. Ich kann das für mich nicht sagen. Ich komme mit beidem klar. Ich benutze auch beides, aber das kann man nicht aus der Welt reden. Wenn ihr mit dem M-Gen super klarkommt, dann äh, kann ich auch natürlich Leuten, die eine Sternwarte haben, den M-Gen äh, nur empfehlen. Die Frage ist ja jetzt, ist es interessant, wenn ich den MGen 2 besitze, eventuell auf den MGen 3 abzudaten? Äh, ich habe gesehen, dass Anfang des Jahres im Bieteforum von Astronomie.de wahnsinnig viele MGen 2 angeboten wurden und Warum wohl? Also selbstverständlich, weil viele das Ding verkauft haben und dann haben viele andere vielleicht ein Schnäppchen gemacht und äh, diejenigen, die es verkauft haben, haben sich dann den M3 gekauft. So äh, Zusammenfassung ist die, für Leute wie mich, die ähm, mit kleinen Brennweiten, großen Pixeln arbeiten, ähm, wäre dieses Upgrade nicht sinnvoll gewesen, es sei denn, man hat Bock drauf, sich ein neues Gerät zu kaufen, es sei denn, man hat Bock drauf. Ähm, äh, dieses neue Farbdisplay zu haben äh, und eine schicke Kamera und so weiter und so fort. Ansonsten, und wenn man das Geld natürlich übrig hat auch, wenn man sparen will und man kommt mit dem m 2 zurecht und man ist nicht in diesem scene-limitierten Bereich, was die Ausrüstung angeht, dann macht meines Erachtens das Upgrade nicht so viel Sinn. Also da kann man auch ein bisschen Geld sparen, indem man einfach beim m 2 Bleibt es, sei denn man kommt mit dem irgendwie überhaupt nicht zurecht. Aber dann ist die Frage, ob ihr dann mit dem Gen 3 zurechtkommt. So, macht es Sinn, äh, als äh, jemand, der mit CCD- oder CMOS-Kameras arbeitet, den MGen zu kaufen? Hier äh, sage ich wieder das Gleiche. Also ja, wenn man damit sehr gut zurechtkommt. Ich muss das auch noch testen. Es gibt einen ASCOM-Treiber. Man kann also den mgen auch sozusagen über ASCOM in einer Software ansteuern. Und da gibt es wohl auch noch Bemühungen, das irgendwie alles deutlich smarter und schöner zu machen. Da bin ich mal sehr gespannt. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Also es wird einen zweiten Teil zum mgen geben, also ein zweites Video. In ein paar Wochen oder Monaten vielleicht. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Klar, wenn ihr mit dem m chain gut klarkommt, macht das auch hier Sinn. Ansonsten viele Leute, die eben CMOS oder CCD-Kameras benutzen und äh, eine Aufnahmesoftware wie Maxim DL oder Sequence Generator, Pro oder Nina oder was auch immer haben, die werden wahrscheinlich eher mit PAD 2 arbeiten. Aber da, das ist einfach persönliche Vorliebe dann am Ende. Ja, ist der Engine 2 besser als ASI äh, Air, PHD 2 oder Stellar Mate oder was auch immer? Also in all diesen Dingern kommt meistens ja PHD 2 zum, zum Einsatz und auf meinem Kanal gibt es mittlerweile schon zwei und es wird noch ein drittes Video zu PHD 2 geben. Ich komme damit sehr gut klar, finde die Software super, sie kostet nichts. Ich bräuchte im Prinzip nur eine ASI 120 mm. Dazu Und dann habe ich für viel weniger Geld auch ein sehr gutes Guiding. Und ja, nochmal, also ich sage es glaube ich jetzt zum dritten Mal, wenn ich in diesem Seeing-limitierten Bereich bin, also meine Auflösung, sagen wir mal, größer als 1,5 Bogensekunden pro Pixel ist, dann macht das meines Erachtens keinen Unterschied. Einen Unterschied kann es tatsächlich dann machen, wenn ich Seeing-limitiert arbeite. Also kleine Pixel relativ große Brennweiten, dann kann es Sinn machen, aber da bin ich noch nicht zu einer finalen Meinung gekommen. Das muss ich selber erstmal ausprobieren. Mir fehlt da einfach die Ausrüstung dazu. Ich habe keine kleinen Pixel und ich habe keine langen Brennweiten. Insofern ist das auch ein bisschen eine Frage der Haptik und äh, was man jetzt irgendwie bequemer findet. Und ich kann sagen, in der Sternwarte... Habe ich eh einen Computer, komme ich gut klar mit einer Software-Autoguider-Lösung. Aber wenn ich an einer kleinen Montierung arbeite oder mobil unterwegs bin, möchte ich das Ding nicht mehr hergeben. Also ich werde den mit Sicherheit auch selber mir kaufen, eben für den mobilen Einsatz. Da äh, spielt er meiner Meinung nach auch wahnsinnig seine Stärken aus. Ja, ich hoffe, das Video war hilfreich. Ich hoffe, ich habe irgendwie ein gutes Mittelmaß gefunden zwischen Lob und Tadel. Und äh, ich hoffe, jeder kann damit was anfangen. Und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ne? Und du bleibst bei mir oder nicht? Das ist meiner. Ich gebe den nicht mehr her. Hm. <laughs>